Um mit dem Echelon von Level 19 auf Level 20 zu kommen, müssen wir einmal 10 Gegner in der Region Sperrgebiet 1 in weniger als 60 Sekunden töten, ohne entdeckt zu werden. Zweimal 8 Kopfschüsse mit einer Handfeuerwaffe in 50 Sekunden vollziehen und zweimal 6 Gegner innerhalb eines Einsatzes der Sonarsicht töten. Außenposten Red Ferret voraus. Da dürften eigentlich genügend Gegner sein. Schauen wir mal. 10 Gegner in weniger als 60 Sekunden ohne entdeckt zu werden. Das sollte eigentlich kein Problem darstellen. Mit den Simultanschussdrohnen. Bin gespannt. Zu weit weg, verdammt. Sehr schade. Zwei. Drei. Hier einen vierten. Ich schau mal nach, wo noch Gegner sind. Hier haben wir einen vierten. Das sind so wenig Gegner, was ist da los? Guck mal so nach. Die meisten sind da unten. Okay. Zwar vor allem dort. Nachdem ich den hier getötet habe, brauchen wir noch 6. KI-Kameraden zählen ja nicht. Wie wir bereits mehrmals festgestellt haben. 1. So. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Eins. Null. Das war die erste Herausforderung. Sehr gut. 8 Kopfschüsse mit Pistole. Innerhalb 50 Sekunden, das kriege ich hier, glaube ich, nicht mehr hin. Es sind auch keine 6 Gegner mehr. 1, 2, 3, 4, 5 nur noch. Schade. Tja, wo ziehen wir denn dann hin? Wir haben einen Checkpoint, das sind sowieso zu wenige Gegner. Hier direkt westlich, Fertigungshalle Omega 2. Meine Stimme übrigens noch ein bisschen angeschlagen, weil ich letzte Woche krank war. So, die Frage ist, wo ist denn Westen? Westen ist da. Alles klar. Fliegen wir mit dem Heli rüber. Komm, was soll der Geiz? Einmal Geschütztürme deaktivieren. Ich werde die schon finden. Mist, die wissen Bescheid. Da ist er schon. Hat sich voll gelohnt, in den Heli zu steigen. Hier mal nach. Gut, die müssen eigentlich ja nicht mehr in diesem Gebiet sein, ne? Ich habe da eine Idee. Wir haben hier 2, 3. Minigunner 4. Noch einer 5. 6, 7, 8. Die sind aber viel zu weit auseinander, als dass ich die innerhalb einer Sonarsicht
hinkriegen könnte. Ich habe dafür aber schon eine Idee. Da ist auch noch einer drin. Zwei sogar. Moment, die habe ich eben schon gezählt. Ich habe so meine Zweifel, dass das hier noch was wird. Der kann für drei zählen, weil jede... Also er hat ja zwei Thronen auf dem Rücken und die zählen auch jeweils als Gegner. Oh, hier hinten haben wir fünf auf einen Schlag. Da sitzt auch noch einer. Spielt mit dem Tablet. also wenn wir uns hier hinschleichen könnten, könnte das klappen. Mach trotzdem alles mit Pistole, weil vielleicht schaffen wir es ja aus Versehen mal. Danke, Fury. Gute Arbeit, Fury. Das hilft. Drei. Vier. Fünf. Einer fehlt noch. Hinten läuft einer. Sechs. War aber wohl zu langsam. Sehr schade. Ach stimmt, ich habe ja noch die Tarnung. Ganz vergessen. So. Fünf Stück, ne? Das ist zwei, drei, vier, fünf. Ach, shit, sechs innerhalb einer Sonarsicht. Verdammt. Wie komme ich denn auf fünf? Das war einer zu wenig. Gut, das war nicht nichts, aber nicht so viel, wie ich erhofft hatte. Dann gehen wir zu meinem Lieblingsbiwak, nämlich das Biwak am Herresforst. Machen wir den Fanbook da oben. Hier, Biwak am Herresforst. Denn dort gibt es oft Vierer- und Fünferpatrouillen. Wenn wir eine Fünferpatrouille hätten, einmal kurz Munition aufladen. Wenn wir das Glück hätten und eine Fünferpatrouille hätten, dann bräuchten wir nur noch ein Auto. Dann hätten wir sechs Gegner. Das hier ist eine Viererpatrouille. Da hinten ist eine... Ist das nur drei? Ne, sind auch vier. Machen wir erstmal die sechs Gegner innerhalb einer Sonarsicht. Blöd, dass man das Ganze zweimal machen muss. Ich hoffe, ich habe jetzt. Ich hoffe, ich habe wieder eine Sonarsicht, sonst haben wir ein Problem. Ja, mein Bereich ist auch sauber. So. Haben wir einmal sechs Gegner innerhalb einer Sonarsicht. Müssen wir die allerdings erstmal wieder aufladen. Mit Kopfschüssen. Am besten mit Pistole. Da hinten haben wir zwei Gegner. Perfekt. Richtig gut. Immer noch nicht aufgeladen. Da oben sind noch Gegner. Zwei Stück.
Schirm verschwand wieder, bevor wir schießen konnten. Ja, genauso wird das jetzt hier auch passieren. Was? Genial. Und das Blackfacing. So, hier haben wir die 4. Brauchen noch ein Auto. Dann warten wir mal hier auf ein Auto, das hier vorbeifährt. So, ich habe die Location jetzt einmal resettet, denn ich habe fast 10 Minuten auf ein Auto gewartet. Dann kam endlich eins, habe ich mit der Drohne gesehen, habe die Drohne wieder eingepackt und jetzt ist keine Patrouille da. Aber da hinten. Okay. Was ich sagen wollte, ist, ich habe die Drohne eingepackt und dass das Auto despawned. Ja, gut, es ist hier keine Patrouille, aber da ist die Patrouille wieder da. Also, kein Ding. Und hier oben haben wir ein paar Gegner. Also, oh, toll. Und ich habe keine Sonarsicht mehr. Ja, was denn, da hatte ich die jetzt erschrocken? Oder? Und verschwand wieder, bevor wir schießen. Sie sehen uns nicht. Wir sind denen durchs Netz gegangen. Nichts zu berichten. Ja, ist auch alles ruhig. Ich habe jetzt eine bessere Position. Weiter, genau so. Jetzt haben wir es. Sehr schön. Perfekt. Hey, der Witzka. Fehlen nur noch 8 Kopfschüsse mit einer Handfeuerwaffe in 50 Sekunden. Weißt du was? Ich resette diese Location nochmal. Aber jetzt ist die Patrouille da hinten da. Auch gut. Es sind aber nur 5, so ich das sehe. Und ich stehe ganz ungünstig auf den Schienen. Nur 3. Noch einmal resetten und dann müssten wir es eigentlich haben. So, resettet ist. Ich weiß, das Resetten ist vielleicht ein bisschen cheesy, aber für diese Klassenherausforderungen ist es wirklich sehr, sehr praktisch. So, wie viele Gegner haben wir hier? Immer noch nur 3. Hier hinten haben wir 4. Okay. Das sind 7. Das ist einer zu wenig. Haben wir vielleicht noch irgendwo eine Patrouille in der Pampa rumstehen? Hier nicht. An alle Stationen, hier Zentrale. Schneller Eingreifpunkt und White Coast benötigt. Wiederhole, schneller Eingreifpunkt. Ach da! Ich bin blind. Okay, da haben wir hier auf der Seite 6. Müssen es Kopfschüsse sein? Ja. Okay, Team, geht dort in Stellung. Geht da drüben in Stellung. Einfach damit die mir nicht in die Quere kommen. Hoffen wir mal, dass 50 Sekunden ausreichen, um von dort nach dort nach dort zu gehen. Ich hätte es natürlich auch können mit dem Auto machen, aber ihr wisst ja. Warte kurz, bis der Sekundenzeiger bei meiner Uhr ganz oben steht auf der 12, beziehungsweise 0, damit ich besser zählen kann. Scheiße, wir haben Feinde. Scheiße, ich dachte, ich würde den Verstand verlieren. Wenigstens sehen die Uniformen cool aus. Hier ist absolut nichts. Ja, hier ist auch alles ruhig. So, noch 20 Sekunden. Darf ich nachladen? Ja. Schaff das nicht bis dort hinten hin, nie im Leben. Shit. Ja, genau. Er schwebt genau über mir.
Schaffe ich nicht. Zeit rum. Zeit rum. So geht das nicht. So geht das nicht. Und ich kann nicht mehr überspringen. Ich will die Wiederbelebung überspringen. Aber es geht nicht. Aber ich weiß einen Ort, an dem das eigentlich ganz gut gehen müsste. Nämlich, das ist dieser Komplex hier. Dort müsste es eigentlich gehen und müssten auch genügend Gegner sein. So, wir sind da. Dann schauen wir mal. Hier müssten eigentlich mehr als genug Gegner da sein. Ja. 8 Kopfschüsse. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Shit, ist die Entdeckung gegangen. Da drin sind noch welche. Jawohl, wir haben's. Damit sind wir auf Level 20. Juhu, endlich. Endlich geschafft. Endlich geschafft. Sehr nice. Sehr geil. Ich freue mich. Geiler Scheiß.